Welche digitalen Trends darf der Metallbauer denn aus Ihrer Sicht auf keinen Fall verpassen? Also das Allerwichtigste ist, dass er eine vernetzte, papierlose Fertigung bekommt und dass er mit uns vernetzt ist. Dass alle Daten, wo ist meine Ware, welchen Status hat sie, wann wird sie geliefert, das kann ja nur funktionieren, wenn er direkt mit uns vernetzt ist. Und wie helfen Sie ihm dabei oder wie hilft Schüco ihm dabei? Wichtig ist erstmal, dass wir den individuellen Betrieb uns anschauen. Es gibt also Teams von Schüco, die kommen auf Wunsch des Kunden in die Firma. Partner Consulting Team nennen wir das. Und die gucken dann die gesamten Abläufe an und sagen, an welcher Stelle eigentlich welche Digitalisierung Sinn macht und helfen auch bei der Umsetzung, wenn der Kunde das wünscht. Welche Pläne für die Zukunft haben Sie für Schüco? Also mir ist ganz besonders wichtig, dass unsere Metallbauer für die nächsten Jahrzehnte ihr Geschäft gefestigt bekommen. Womit passiert das? Indem sie einfach wettbewerbsfähig bleiben, indem sie sich digitalisieren, ihre Prozesse vereinfachen und damit natürlich auch sicherer machen. Ja, werden weniger Fehler gemacht. Das Thema Arbeitskräfte, Fachkräftemangel ist ein Thema. Wir müssen also doch mehr automatisieren in den Betrieben. Auch da helfen wir mit unseren Teams. Wir haben eine Partnerschaft mit KUKA, wo Robotsysteme eingesetzt werden, überall da, wo körperlich schwer gearbeitet wird. Ich glaube, das ist wichtig. Die Weiterbildung unserer Kunden, also dass wir auch immer wieder darauf setzen, dass sie auf der Ballhöhe sind. Ich glaube, das ist auch völlig klar. Und dass wir den Kunden dabei helfen, die richtigen Trends der Zeit zu erkennen und die Zeit nicht zu verschlafen. Das ist sozusagen unsere Aufgabe. Und welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für die Branche aus Ihrer Sicht generell? Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns alle natürlich ein Riesenthema, auch für unsere Kunden. Und wir müssen als Schüco dafür sorgen, dass die Sensibilität auch erkannt wird. Das ist eine große Chance. Keine Architektin, kein Architekt der Zukunft, keine Bauingenieurin oder Bauingenieur wird zukünftig mit Firmen zusammenarbeiten, die nicht erstens selber nachhaltig arbeiten, aber auch nachhaltige Produkte einsetzen. Insofern ist das eine große Aufgabe, die wir uns schon seit Jahren stellen. Die Aufgabe ist ja wichtig. Die Rohstoffe in den Gebäuden sind das größte Rohstofflager der Welt. Wir müssen also und wir werden und machen das auch aktuell, Recycling-Konzepte und natürlich Konzepte Low Carbon, die unsere Umwelt weniger belasten, in den Markt zu bringen. Ja. Und unsere Partner nehmen das auch mit Freude auf, weil die Nachfrage einfach auch da ist. Ja, die staatlichen Regulatorien, Green Deal, Recyclingquoten, all diese Dinge steigen ja zu Recht. Aber auch die privaten Investoren wollen einfach nachhaltige Produkte einsetzen. Und unsere Aufgabe ist es, gemeinschaftlich mit unseren Metallbauern die richtigen Konzepte, die richtigen Argumente. Richtige Argumente heißt auch richtige Berechnungen. Es wird ja auch viel Mist erzählt im Markt. Ja, wir glauben, es ist so und so. Und wir möchten das einfach auch nachhaltig und überprüfbar machen. Deswegen haben wir uns zum Beispiel entschieden, eine Partnerschaft mit dem WWF, seit 3 Jahren machen wir das schon, die schauen uns neutral und sehr kritisch an und bestätigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und wir zeigen das auch ganz offen. Ich glaube, nur diese Aufrichtigkeit führt weiter. Okay, vielen Dank.